Ja, man muss sich, also das ist vor allem mir und meinem Kollegen auch sehr, sehr gut gelungen. Um dort anerkannt zu werden, muss man integriert sein. Das heißt, man muss sich der Kultur auch öffnen. Das heißt nicht, dass man sich der Kultur annehmen muss. Es ist ein sehr streng muslimisches Land und ich habe mich der Kultur geöffnet und habe sehr, sehr viel über den Islam auch dort gelernt und über die muslimische Kultur. Habe auch sehr, sehr viele positive Seiten dort kennengelernt, aber halt auch sehr, sehr viele negative Seiten gesehen. Und die halt im Zusammenhang auch mit dem Entwicklungsstandard in dem Land stehen. Nicht nur in Bezug auf Religion und die Leute dort. Und wenn man sich mit dem arrangiert hat, dann haben sich die Leute auch meiner Kultur geöffnet und dem, was ich ihnen versucht habe, aus der ersten Welt, aus dem westlichen Deutschland, dann ja auch versucht beizubringen. Und das haben die Leute dann halt auch mit sehr hoher Wertschätzung dann angenommen. Die Somalis sind in erster Linie ein sehr, sehr stolzes Volk, aber auch sehr, sehr dankbar, indem dass sie ihre Dankbarkeit auch deutlicher zeigen, als es zum Beispiel der Deutsche tut. Wir kennen es ja zum Beispiel alle, wenn wir zum Hausarzt gehen und dann halt im Wartezimmer sitzen und die Stimmung halt auch immer eher gedrückt ist und die Leute halt sehr, sehr verhalten sind. Die Züge von Dankbarkeit waren dort wesentlich deutlicher ausgeprägt. Auch über eine Sprachbarriere hinweg habe ich sehr, sehr häufig auch mit den Leuten dort gesprochen, die auf mich zugekommen sind und auf ihrer Landessprache mit mir gesprochen haben und mir halt wirklich gedankt haben. Durch die Erfahrungen in Somali, die ich halt über die Monate gesammelt habe, habe ich am Ende auch ein wenig von dem verstanden, was sie gesagt haben oder im Arabischen. Und ansonsten ist es natürlich noch mal ganz anders dadurch, dass die Leute ein ganz anderes Bildungsniveau haben als wir hier. Die Leute müssen erstmal aufgeklärt werden über hygienischen Gebrauch von Medikamenten, von Medizinprodukten und so weiter. Ein ganz schönes Projekt war da bei uns, das Krankenhaus einfach ein bisschen ordentlicher und sauberer zu bekommen, weil dadurch, dass die Nomaden, die Somalis sind ja ein Volk von Nomaden, die bis vor noch ein paar Jahrzehnten noch mit ihrem Vieh durch die Wüste gezogen oder durch die Steppe gezogen sind und alles, was sie benutzt haben, halt auch einfach wegwerfen, weil sie ja überhaupt keine Mülleimer oder überhaupt irgendein Recyclingmanagement halt kennen. Und wenn die Patienten dann bei uns ihre Medikamente bekommen haben, genommen haben und ihre leeren Verpackungen zum Beispiel einfach in welche Ecken geschmissen haben, weil sie dann immer gesagt haben, ja, die Sonne und der Sand werden es sich und der Wind werden sich halt schon drum kümmern, dass das Ganze halt dann irgendwie verschwindet. Da das Bewusstsein für zu schaffen, war halt auch mit große Aufklärungsarbeit, die wir halt leisten mussten. Gerade halt so halt das generelle Bewusstsein für Gesundheit und für Sachen wie zum Beispiel halt, wie gehe ich richtig mit Müll um?